Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, heimgesuchte Humanoiden oder genauer gesagt hier um den Falwand. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Maldraxxus und zwar bei 3455. Und jetzt das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen Ranisho Winsling mit elektrischer Funke, Fliegenschwarm und Blitzschlag beirufen, dann Cupido mit Schnellfeuer, Liebeston und Liebestrank und Götzenobisat mit Zerquetschen, Sandsturm und Abwehr. Das erste Pet ist auch eigentlich der Grund, warum ich so lange gewartet habe, um den Guide zu erstellen, weil ich das noch versucht hatte zu ersetzen durch ein etwas normaleres Pet, aber die Kombination mit Fliegenschwarm und Blitzschlag herbeirufen ist leider sehr einzigartig. Die Abzeichen da sind eigentlich recht schnell zu erfarmen, also die Haustierabzeichen. Trotzdem, wenn man das einfach schnell kaufen will im Auktionshaus, ist es doch recht teuer. Aber beginnen wir hier mal den Kampf, gleich mal mit dem Fliegenschwarm und Blitzschlag herbeirufen. Jetzt gibt es sozusagen ein paar verschiedene Abläufe, die passieren könnten. Es könnte eigentlich sein, dass hier bereits die Kombination mit Knochenbeschuss und Blitzschlag dazu führen könnte, dass Winsling hier an dieser Stelle stirbt. Ist jetzt eigentlich nicht passiert und das ist eigentlich auch der normale Ablauf, dass hier Ranisho Winsling noch ein bisschen Leben hat, einmal passen muss und dann werden wir hier getötet. Wenn der Winzling bereits tot ist, einfach Cupido in den Kampf schicken und Liebestoll einsetzen, damit der Wechsel trotzdem hier stattfindet. Und also, dass man den Gegner hier betäuben kann. Und für die andere Phase ist es teilweise so, dass man eventuell da noch einen Liebestrank noch einsetzen muss, damit der Gegner uns nicht zu früh stirbt. Das werde ich dann gleich noch erklären. Aber es gibt eben auch die Variante, dass der Restegegner hier an dieser Stelle bereits tot ist, der erste Restegegner. Und der zweite da schon im Kampf ist, da müsst ihr natürlich Liebestoll nicht einsetzen, weil der richtige Gegner sozusagen bereits im Kampf ist. Jetzt aber für die normale Variante, also wenn alles eigentlich den normalen Ablauf so stattfindet, müssen wir hier einfach Schnellfeuer die ganze Zeit einsetzen, bis halt Liebestoll wieder ready ist. Aber ich würde auch den Liebestrank erst später einsetzen, wenn bereits der Blitzschlag abgelaufen ist, also Gewittersturm. Weil die Kombination mit dem Schnellfeuer und dem Blitzschlag doch recht praktisch ist. Auch wenn ich da zwischendurch mal gecrittet habe, das sollte eigentlich keinen großen Einfluss haben. Natürlich mit der Kombination danach mit der Götze, dem Sandsturm und Zerquetschen gibt es da auch ein paar Zufälle, die passieren könnten. Jetzt ist es nämlich so, dass hier der zweite Rest der Gegner etwa bei 700 Gesundheitspunkten halt die Leichenexplosion einsetzen würde. Da müsst ihr ebenfalls ein wenig drauf schauen, dass ihr da den Gegner nicht zu früh tötet. Es geht auch da eigentlich schön auf, trotzdem, dass man halt danach den zweiten Gegner töten würde durch die Leichenexplosion und dann halt einfach die Götze in den Kampf schickt gegen den dritten Gegner. Aber für die normale Abfolge ist es nämlich so, dass man hier den letzten Schnellfeuer, letzte Schnellfeuer einsetzen würde und dann Liebestoll. Wenn ihr aber zuvor seht, ihr würdet keinen Fausthieb mehr aushalten, müsst ihr natürlich Liebestrank einsetzen, damit man sich da noch ein wenig hochheilen kann. Jetzt aber für die normale Variante setzt man hier an dieser Stelle Liebestoll, dann wird der Gegner hier betäubt, wir sterben durch den Fluch, dann kommt die Götze in den Kampf. Hier setzen wir einfach Zerquetschen ein, um den Gegner einmal zu treffen. Danach hier die Abwehr, um halt den Psi-Sturm zu kontern. Und eigentlich wäre es jetzt hier angebracht, den Sandsturm einzusetzen, um halt hier die Arkane Winde wegzuholen, damit halt danach die Mana-Woge nicht mehr gut trifft. Jetzt ist aber leider der Fall eingetreten, wo man halt den Rest der Gegner nicht getötet hat durch den Sandsturm. Wenn das der Fall wäre, halt einfach zweimal Zerquetschen einsetzen. Leider kann es hier passieren, dass es vielleicht mit einer Niederlage endet, wenn der Gegner jetzt mit der Mana-Woge die ganze Zeit gut trifft. Aber es gibt eben auch der Fall, wo man halt den Sandsturm einsetzt und der Gegner dadurch stirbt und hier bereits eigentlich der Gegner, also der dritte Gegner im Kampf wieder ist. Aber ist jetzt leider nicht der Fall gewesen, deshalb müssen wir noch einmal Zerquetschen einsetzen. Und hier gegen den Rest der Gegner 3, also beziehungsweise es ist ja der zweite eigentlich, ist es eigentlich nur wichtig, dass man jetzt hier den Gegner unter diese 700 Gesundheitspunkte etwa bringt. Also 705 ist es etwa. Bei 707 habe ich teilweise den Fall gehabt, wo er es nicht eingesetzt hat. Aber auch da ist es leider kein fixer Wert. Wichtig ist halt nur, dass man ihn etwa in diesem Bereich runterbringt. Deshalb hier einfach Zerquetschen einsetzen.
bis man ihn halt hier unter diese Phase bringt. Und ihr habt gesehen, der Gegner hat jetzt verfehlt. Es hätte aber auch passieren können, dass man da vielleicht noch weggehauen wird zum Schluss, was natürlich sehr nervig ist. Aber leider konnte ich diesen Zufall nicht ganz weglassen hier an dieser Stelle. Aber an dieser Stelle einfach nochmals die Abwehrattacke einsetzen. Dann sollte hier die Leichenexplosion kommen und sich selber töten. Und somit endet der Kampf als Sieger von unserer Seite her. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!